Süßkartoffelschupfnudeln mit orientalischem Sauerkraut. Endlich hält der Orient Express auch einmal in Stuttgart. Hier krempelt er einen schwäbischen Küchenklassiker gehörig um und bringt mit feinen Gewürzen einen Hauch der großen, weiten Welt in heimische Regionen. Für die Schupfnudeln, zwei Süßkartoffeln, Klammer auf, zieh ca. 300 Gramm, Klammer zu, 1 msp. Zimtpulver i eine Prise, Cayennepfeffer i 1 Esslöffel, neutrales Pflanzenöl 150 bis 180 Gramm Weizenmehl, Klammer auf, Type 405, Klammer zu, 120 Gramm Speisestärke i Salz für das Sauerkraut, 1 Kilogramm Sauerkraut, Klammer auf, aus der Dose, Klammer zu, 2 Zwiebeln i 1 Esslöffel, neutrales Pflanzenöl 200 Milliliter Gemüsebrühe, Klammer auf, siehe Seite 15, Klammer zu, 50 ml trockene Weißwein 4 bis 5 Esslöffel Agavendicksaft i Briefchen Safranfäden i 3 getrocknete Chilischoten i 1 ausgekratzte Vanilleschote 5 Gewürznelken 2 Esslöffel getrocknete Berberitzen Klammer auf ersatzweise getrocknete gehackte Cranberries Klammer zu 250 ml Hafersahne edelsüßes Paprikapulver außerdem Backpapier für den Rost Salz i schwarzer Pfeffer aus der Mühle 200 Gramm Räuchertofu 4 Esslöffel neutrales Pflanzenöl 1 bis 2 Esslöffel Sojasauce ca. 1 Esslöffel Zitronensaft 2 Äpfel 1 bis 2 Teelöffel Agavendicksaft für 4 Personen 1 Stunde Zubereitung i 1 Stunde Backen pro Portion ca. 895 Kilokalorien 1 für die Schupfnudeln den Backofen auf 160 Grad vorheizen. Die Süßkartoffeln darin auf dem mit Backpapier ausgelegten Rost, Klammer auf Mitte, Klammer zu, 1 Stunde backen. 2. Die Süßkartoffeln herausnehmen und 10 abkühlen lassen. Die Süßkartoffeln pellen, grob schneiden und fein pürieren. Zimt, Cayenne, Pfeffer und Öl unterrühren. 150 Gramm Mehl und Stärke dazugeben und alles mit den Knethaken des Handrührgeräts zu einem geschmeidigen Teig kneten, dabei falls nötig noch etwas Mehl dazugeben. Den Teig mit Salz abschmecken. 3. Das Sauerkraut abtropfen lassen. Die Zwiebeln schälen, fein würfeln und in einem Topf, in dem Öl bei mittlerer Hitze 3 andünsten. Brühe und Wein angießen, 4 Esslöffel Agavendicksaft, Safran, Chilischoten, Vanilleschote und Nelken, dazugeben und alles aufkochen. 4 Das Sauerkraut hinzufügen, mit etwas Salz würzen, zum Kochen bringen und zugedeckt bei schwacher Hitze 10 sanft köcheln. Nach 8 Garzeit die Berberitzen oder Cranberries dazugeben und mitköcheln lassen. 5 Inzwischen in einem Topf reichlich Salzwasser aufkochen. Aus dem Süßkartoffelteig 4 Rollen formen, jede in 2 bis 3 cm lange Stücke schneiden und diese zwischen den feuchten Händen zu fingerförmigen Nudeln mit spitzen Enden rollen. Die Schupfnudeln im leicht siedenden Salzwasser in 5 bis fest garen, dann in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen. 6. Den Tofu fein würfeln und in einer kleinen Pfanne in 1 Esslöffel Öl rundherum braun braten. Die Sojasauce dazugeben und einkochen. Den Tofu mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken und in ein Schälchen umfüllen.